Vom 6. bis 8. März war Frankfurt wieder der Treffpunkt für die Entscheider der Facility-Management-Branche. Denn im Rahmen der Facility-Management 2012, Fachmesse mit Kongress, präsentierten erneut zahlreiche Unternehmen ihr komplettes Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich FM. Zudem wartete die Veranstaltung in diesem Jahr mit prominenten Gästen und einem erneut sehr breit gefächerten Kongressprogramm auf. Die Energiewende in Deutschland ist beschlossene Sache und stellt damit zahlreiche Wirtschaftszweige vor neue Herausforderungen. So auch die Facility-Management-Branche, die durch den Betrieb energieeffizienter Gebäude einen entscheidenden Teil dazu beizutragen hat. Entsprechend standen auch FM-Messe und Kongress 2012 in Frankfurt ganz im Zeichen des Energiemanagements. Ex-Außenminister und Grünen-Politiker Joschka Fischer verschaffte sich daher auf der Veranstaltung einen Überblick über die Innovationen der Branche im Bereich der Nachhaltigkeit und unterstrich in seiner Keynote auf dem Messeforum das enorme Potenzial der Energiewende, von dem die FM-Unternehmen profitieren können. Die Energiewende wird nur gelingen, wenn eben mit Energieeffizienz ernst gemacht wird und schon mit heute vorhandener Technologie, vor allen Dingen intelligente Netztechnik, das wird die Effizienz natürlich nochmal um Faktoren vergrößern. Und das alles geht in Richtung dieser Branche. Das heißt, hier liegt mit der Energiewende eine riesengeschäftliche Chance, die es zu nutzen gilt. Über die Chancen und Möglichkeiten des intelligenten Energiemanagements fand auch im Rahmen weiterer Diskussionen im Messeforum sowie im Kongressprogramm der Facility Management 2012 ein reger Informationsaustausch statt. Die Teilnehmer sind sich einig, der Grundstein für effizientes Energiemanagement ist gelegt. Dennoch gilt es, einige Hürden zu überwinden. Der Riese Energieeffizienz ist wach, die Produkte sind da, die Politik muss jetzt aufwachen und ernst machen mit vernünftigen Rahmenbedingungen für die Energieeffizienzmärkte. Der Aspekt der Nachhaltigkeit zog sich auch durch den Ausstellungsbereich der Facility Management Messe. Dort präsentierten mehr als 130 Unternehmen ihre Dienstleistungen rund um CAFM, Gebäude- und Verkehrssicherheit, Personalmanagement sowie Consulting und Komplettservices. Hier können wir unsere Produkte ausstellen. Hier kommen auch die Kunden hin, die ein CFM-System suchen. Und ich denke, die gesamte Branche hat hier ihr Schaufenster im Jahr. Ergänzend zum Ausstellungsspektrum der FM-Messe gewährte die parallel stattfindende Fachausstellung Fire ProTech weitreichende Einblicke in aktuelle Themen rund um den vorbeugenden Brandschutz. Als Schaufenster der Branche bot die FM 2012 auch wieder genügend Raum für Gespräche mit Kunden und Geschäftspartnern, wie beispielsweise im Rahmen des traditionellen Fests der Möglichmacher am ersten Messetag. Dass Facility Management eine Zukunftsbranche mit viel Potenzial ist, davon konnten sich auch die Nachwuchskräfte überzeugen und am Karrieretag potenzielle Arbeitgeber von morgen kennenlernen. Also ich bin erstmal Student für Facility Management und bin halt hierher gekommen, um mich halt umzuschauen, wen es als Aussteller noch alle gibt. Für uns bedeutet es eher auch eine Chance bzw. Möglichkeit, um uns Weiterbildungsmöglichkeiten oder Karrieremöglichkeiten umzuschauen und zu informieren. Neben den vielseitigen Informationsmöglichkeiten für den Nachwuchs setzte die Facility Management auch die Auszeichnung erfolgreicher Kongressbeiträge fort. So bestimmte das Kongresskomitee die drei besten Manuskripte, die mit dem Best Paper Award prämiert wurden. Durch ihr vielseitiges Spektrum schaffte es die FM 2012 damit einmal mehr, nahezu die gesamte Facility-Management-Branche unter einem Dach zu vereinen. Die FM ist das Branchenereignis schlechthin in jedem Jahr. Es hat unsere Erwartungen in diesem Jahr übererfüllt. Wir haben unser Thema Energiewende platzieren können, Betreiberverantwortung, und wir haben uns sehr positiv als Branche darstellen können. Bestätigt durch den Besuch von Herrn Fischer, ehemaligen Bundesaußenminister und grünen Spitzenpolitiker. Die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden die FM-Branche weiterprägen. Und im Rahmen der nächsten Facility Management vom 26. bis 28. Februar 2013 mit Sicherheit erneut für viel Gesprächsstoff sorgen. Und damit sind wir am Ende unserer Zusammenfassung von der Facility Management 2012 angekommen. Weitere Informationen zur Veranstaltung, den Ausstellern und den Highlights finden Sie unter fm-messe.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.